zweimal Frühstück bitte. Einmal mit Kaffee und einmal mit Tee. Bring ich sofort. Danke. Ach, ich liebe es, den Tag hier oben zu beginnen. Alle Probleme scheinen ganz klein da unten zu liegen und man hat dadurch das Gefühl, dass sie lösbar sind. Vielleicht ist es nur eine optische Täuschung. Spielverderber. Geh doch zurück nach Berlin. Meinst du, dass du da dasselbe Gefühl hast, wenn du aus dem 20. Stock nach unten schaust und außer Asphalt, Beton und Autos nichts siehst? Wen haben denn bei der Ankunft in München die Zweifel befallen? Dich oder mich? Ich gebe dir dieselbe Antwort, ungläubiger Thomas. Ich sage nur Anschi. Womit du eine Schwachstelle meiner Beweisführung aufgedeckt hast. Typisch männliche Logik. Zufrieden. Mir gefällt das, wenn du vor lauter Eifer rote Ohren bekommst. Ich wünsche uns einen schönen Tag. Weißt du, wie sie mich im Landtag nennen? Den Saubermann. Alles intakt, keine Affären. Für die Gazetten bin ich ein moralischer Langweiler. Und ich bin stolz drauf. Und jetzt? Worum geht es dir, Thorsten? Um Angie oder um dich? Dori. Na wunderbar. Dann sind wir wieder alle glücklich beisammen. Nicht alle. Und glücklich schon gar nicht. Über Angie reden wir später. Das sind also alles nur deine Probleme und nicht ihre, ja? Das habe ich mir fast gedacht. Er meint es nicht. Ich brauche keine Bevormundung und keinen Dolmetscher. Da siehst du, wie es um unsere Familie steht. Das Kind kommt zu euch und beichtet. Nicht zu seiner Mutter. Und warum ist Angie nicht zu dir gekommen? Ist nett, dass du daran Anteil nimmst, Dorothee. Ich habe schon verstanden. Ich will dann soweit. Oder haben Sie anders entschieden? Es bleibt alles beim alten Hubert. Thorsten, bitte. Was habt ihr vor? Es ist zu spät. Lass uns das lieber, das bringt nichts mehr vor. Es ist einfach, sich der Verantwortung zu entledigen, nicht wahr? Das bisschen Vertrauen, was ich euch entgegengebracht habe, war aber auch schon zu viel. Tut mir leid, wenn ich mich aufgedrängt habe. Angie, mit dieser Einstellung wirst du das nicht durchstehen. Vielleicht will ich es gar nicht durchstehen. Wollten wir nicht fahren, Hubert? Tschüss, allwissender Paar. Tschüss, gute Ma. Ihr habt ja was gegeben, hm? Wie kommst du darauf? Und glaubt ihr ernsthaft, dass das die Lösung ist? Gerade eben haben Sie Thorsten ein Amt in der neuen Landesregierung angetragen. Man spricht vom Gesundheitsministerium. Lohnt es sich dafür? Wieso macht er sie kaputt? Was jetzt braucht, ist Verständnis. Und nicht Schadensbegrenzung. Na, wie wohnt es sich im neuen Haus? Schon eingewöhnt? Ach ja. Das Unheimlichste sind ja nachts die neuen Geräusche, ne? Also, bis man sich daran gewöhnt hat, das dauert seine Zeit. Ja, ich bin auch schon mit Taschenlampe und Kaminhaken durchs Haus geschlichen. Und was war's? Der alte Balken, der ächzt. Herr Dr. Lessig, Frau Burion. Ja. Das gibt's nicht. Die kleine Frau Burion. Was für eine Überraschung. Wo ist Freddy, der Rummelriese? Er sitzt draußen im Flur. Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich fürchte, ich bin meine Patientin los. Stimmt's? Ich habe Frau Burion schon in meiner Praxis in Berlin behandelt. Wir haben da so einiges durchgemacht. Hm? Na, da will ich alte Beziehungen nicht auseinanderbringen. Der Oberarzt kann sie gleich untersuchen. Labor ist bereits erledigt. Es ist ja nur, wir kennen uns doch schon so lange. Danke, Kollege Lessig. Ja. So ist das mit der freien Arztwahl. Hallo, Freddy. Na Mensch, das ist ja ein Wunder. Da kennt man die halbe Welt, kommt in so ein Nest und wen trifft man sie? Freddy, das ist eine Stadt. Das Fremdenverkehrsamt spricht sogar von einem bayerischen Kleinod. Das ist kein Nest. Nee, natürlich. Kein Nest, eine Stadt, eine Metropole. Aber ein Wunder. Wunder ist es doch. Ja, so könnte man es nennen. Schwester Carla? Ja? Bereiten Sie doch bitte Frau Burion schon mal vor. Ich komme gleich nach. Ja, natürlich. Na, Freddy? Warum sind Sie hier? Naja, das sind so Frauensachen. Geht schon seit ein paar Tagen. Das hat so komische Blutungen und so. Und wir gastieren ab nächster Woche mit dem Zirkus. Nachbord. Da habe ich gesagt, gehst du aber zum Arzt. Soll ich dir Spaß mit zu uns haben? Richtig. Und die Sache von damals? Ja, wenn sie ein Kind sieht, bleibt sie manchmal stehen. Und sagt, siehst du, Freddy, so groß wäre unsere Kleine jetzt auch. Dann weint sie. Naja. Dann ist
noch was, was mir mich betrifft. Schon toll, dass ich Sie getroffen habe. So jemand, zu dem man Vertrauen hat. Ja, dann mal raus mit der Sprache. Naja, ganz so schnell geht's nicht. Nicht hier auf dem Flur, das was Intimes. Wenn Sie mal ein paar Minuten für mich Zeit hätten. Ja, am besten gleich nach der Sprechstunde. Wissen Sie was? Schicken Sie Ihre Frau unter irgendeinem Vorwand in den Zirkus und dann sprechen wir gleich darüber. Einverstanden? Okay, danke, Doktor. Tja, Frau Bourillon. Ist das etwas Schlimmes? Was heißt? Ich glaube, die Neuigkeit wird Ihnen Freude machen. Sie bekommen ein Kind. Doktor, Sie machen keinen Scherz mit mir, nein? Ich meine, Sie wissen, ich könnte das nicht noch einmal verkraften. Ich weiß. Dann ist das also wahr? Diesmal wird es gesund sein, ja? Es wird doch diesmal gesund sein. Soweit ich es jetzt beurteilen kann, ja. Alles ist in Ordnung. Alles in Ordnung? Ich bekomme ein Kind. Es ist alles in Ordnung. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich muss es Goliath sagen. Wir bekommen ein Kind. Soll ich Ihnen etwas geben, Frau Bourillon? Zur Beruhigung? Ja. Seit er weiß, dass er einen Buben hat, ist er wie ausgewechselt. Dauernd redet er von seinem Stammhalter. Ja, wie wenn er Rittergut zu vererben hätte. Wenn er glauben an alles, was Sie groß und wichtig machen, wenn es nur so ein kleines Baby ist. Voran denken Sie daran, nicht zu schwer heben. Ja, das sagen Sie, eine Bayerin, die 20 Kilo im Steu hat. Haben Sie recht. Warte, schnell, im Nachbar hast du den kleinen Junge starke Schmerzen. Sie haben unseren Wagen auf der Straße stehen sehen. Ich komme. Bis übermorgen. Ja, wiedersehen. Wenn ich im Seminar richtig aufpasst habe, dann ist das eine ziemlich fortgeschrittene Appendizitis. Hat er erbrochen? Ja. Haben Sie Fieber gemessen? 39 hat er halt. 39,1. Ah! Was machen Sie denn mit ihm? Ah. Das frage ich Sie. Der Junge hat eine akute Blinddarmentzündung. Sieht nicht gut aus. Siehst du, Rosi? Ich hab's gesagt. Ich warte auf unsere Doktorin. Die hat mich behandelt wie noch klein, weil die hat den Tobi behandelt. Seit ich denken kann, kommt sie zu uns ins Haus. Aber wenn sie doch am Abend erst wieder da ist. Der Tobi muss ins Krankenhaus. Er muss doch ins Krankenhaus, nicht wahr? Auf dem schnellsten Wege, ja. Was geht? Ich traue aber nur der Bachleitnerin. Du hast das hier aufs Telefon gesprochen. Wenn sie sagt, er kommt ins Krankenhaus, dann kommt er hin. Sonst ist nichts. Der kleine Kerl ist uns nämlich im Krankenhaus gestorben. Und seitdem... Still. Ich warte auf unsere Doktorin. Was soll mir da so eine Zugraste? Herr Tobi, hörst du mich? Ja. Wir warten auf unsere Doktorin. Mhm. Die wird schon bald kommen. Bis dahin hältst du noch tapfer durch, gell? Ja. Bist doch ein starker Bub. Rosi! Ich will nichts mehr hören! Frau Plattner, machen Sie sich nicht unglücklich. Der Junge muss sofort ins Krankenhaus. Er muss operiert werden. Niemals! Und der Messer ist mir schon mal einer eingegangen. Und die Bachleitnerin weiß noch was anderes. Doc, Sie halten sich raus. Ich nehme das auf meine Kappe. Jetzt übergeschnappt, das ist mein Bub! Was ist das für ein Affentheater, Plattnerin? Tobi, mein Bub! Ich seh's. Starke Schmerzen in der Iliozikalgegend, positiver McBurney, Erbrechen, Fieber. Klare Diagnose. Aber das ihn quasi mit Gewalt. Na, hat ja keiner gesehen. Bachleitner. Wilke, angenehm. Plattnerin, der Bub muss auf der Stelle ins Spital. Mit Blaulicht und Tatütata. Und in 2 Stunden haben wir das verdammte Ding vergessen. Das war knapp. Sie sind doch die vom Storchenwagen, nicht wahr? Ich möchte mich gern mal mit Ihnen unterhalten. Gern? Na, dann mal los. Ach, Doktor, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie meine Frau sich freut. Sie fällt jedem, den sie sieht, um den Hals. Alle wissen Bescheid. Übrigens, danke, Doktor. Warum bedanken Sie sich? Ja, Sie haben das damals versprochen und Sie haben Ihr Versprechen gehalten. Ich mag Leute, die Ihr Versprechen halten. Freddy, Sie sind der Vater, nicht ich. Aus mit der Sprache. Was ist los? Naja, die Sache ist, dass ich mich verändere, unaufhaltsam. Na, was sagen Sie? Respekt. Nicht übel für Ihr Alter. Ach, das meine ich doch nicht. Ich muss jetzt noch in anderen Kraftnummern mitmachen, in der Show. Der Chef verlangt's. Da wollen Sie Muskeln sehen, Bizeps. Nicht die natürliche Kraft, die von innen kommt. Die äußerliche, die künstliche. Ich verstehe immer noch nicht. Ja, was soll man denn machen, wenn man mit seinem Körper Geld verdient? Freddy, du schaffst es. Zeig den Weibern da unten, wie du mit den Muskeln spielst. Aber du musst noch ein bisschen mehr bringen. Ich hab's gebracht. Jetzt hab ich Angst. Angst? Ja, Sie haben doch gesehen, wie die Dinger wachsen. So eindeutig würde ich das nicht formulieren.
Ich schlucke Stoppschilder. Was schlucken Sie? Tabletten aus Thailand, die sind achteckig und rosa, deswegen heißen sie so. Jetzt kriegen wir das Zeug aus dem Osten. Wir haben ja genug Erfahrung mit ihren Sportlern früher. Anabole Steroide. Ich verstehe. Die meisten Muskelmänner auf dem Rummel sind so drauf. Krafttraining reicht nicht. Dann können sie mit Hanteln arbeiten, wie sie wollen. Am Butterfly schwitzen. Keine Chance. Stoppschilder. Abgesehen von ihren Brüsten, haben Sie andere Beschwerden? Nee. Aber ich habe irgendwo gelesen, dass ich eines Tages vielleicht Milch gebe. Freddy. Ja, ist schon vorgekommen. Im Mittelalter haben Sie solche Kerle verbrannt. Wir leben nicht mehr im Mittelalter. Hören Sie auf, das Zeug zu schlucken. Das bringt nichts. Es erzeugt höchstens Wasser im Muskelgewebe, aber keine wirkliche Kraft. Ja, was soll ich denn machen? Den Job hinschmeißen und Sozialhilfe beantragen? Denken Sie an Ihre Familie. Die wird nämlich größer. Und damit auch die Verantwortung. Die wächst. Was soll Ihr Sohn denn sagen, wenn er eines Tages vor Ihnen steht? Und sein Vater nur noch ein riesengroßes Wrack ist. Ja, so gesehen. Und muss ja auch nicht gleich jeder merken, oder? Muss nicht. Und wenn ich es nicht alleine schaffe, helfen Sie mir. Versprochen. Sie wissen doch. Was Sie versprechen, halten Sie. Danke. Kommen Sie. Das ist Ollis Meisterwerk. So stellt er sich den Mann vor, der mit den Vögeln spricht. Das ist er selbst. Er ist blind, 9 Jahre alt. Ich mache den Feierabend. Ja, danke, Ulrike, gut. Die Plattnerin ist eine gute Mutter. Aber den Tod vom Kai hat's nie überwunden. Vom Auto überfahren. Tja. Wie gefällt's Ihnen bei uns? Gemütlich. Richtig ein bisschen familiär. Familiär. Die Familie könnte noch jemand gebrauchen. Wie bitte? Sie sind doch Kinderärztin. Frau Bachleitner. Das ist ganz egoistisch gedacht. In 2 Monaten setzen Sie mir ein neues Hüftgelenk ein. Es wird seine Zeit brauchen. Mit Kur. Und so einen richtigen Urlaub möchte ich mir auch mal gönnen. Mexiko. Kennen Sie Mexiko? Leider nicht. Kurz und gut, ich brauche eine Vertretung. Energisch, zuverlässig. Eine, die mir meine kleinen Patienten nicht enttäuscht. Warum haben Sie keine Kinder? Das hat sich nicht ergeben. Na, na. Die erste große Liebe ging schief. Ich habe mir das Kind wegmachen lassen aus Wut und gekränkt sein. Ich war eben eine dumme Gans. Und nun? Kann ja sein, dass ich keine dumme Gans mehr bin. Werden Sie ernsthaft über mein Angebot nachdenken? Und der Storchenwagen? Ach, so etwas für eine Hebamme, nicht für eine Ärztin. Ja, vielleicht haben Sie recht. Kommen Sie doch einfach mal in meine Sprechstunde. Lernen Sie die Rasselbande kennen. Mach ich gern. Ja, ja, ich weiß, dass ich schon 2-mal bei Ihnen angerufen habe. Aber ich bin außer mir vor Angst. Begreifen Sie das nicht? Oh Gott. Was ist denn los? Gott sei Dank, dass du da bist. Was ist denn passiert? Angie ist verschwunden. Wir hatten sie zu Thorstens Schwester gebracht. Sie ist weg. Und hast du es der Polizei gemeldet? Ach, Tori. Oh, ich verstehe. Thorsten, ja? Er weiß es noch nicht. Hubert fährt überall herum und sucht sie. In ihrer Schule ist was Schlimmes passiert. Sie haben einen Jungen mit einer Überdosis nach München fliegen müssen. Und Nico ist verschwunden. Wer ist Nico? Ach, Angie klebt an ihm wie eine Klette. Und leider scheint er nicht nur der Vater zu sein, sondern auch noch der Dealer. Du musst mit Markus reden. Wenn sie wieder zurück ist, muss er ihr das Kind wegmachen. Sag mal, weißt du, was du da sagst? Niemand darf davon erfahren. Thorsten will es so, oder? Ja. Aber das ist nicht der Grund, warum ich dich darum bitte. Ich will nicht, dass Angie einmal in meine Lage kommt. Ich will ihr so ein jämmerliches Leben ersparen. In Zukunft werde ich mich nur noch um sie kümmern. Alles wird anders werden. Aber sie soll nicht mit einem Kind belastet sein. Und nicht von so einem. Markus wird es nicht tun. Dori. Bitte. Bitte. Ja, ich rede mit ihm, aber hoffentlich schaffst du, was du dir da vorgenommen hast. Ich wünsche es dir. Sie können nicht schlafen, hm? Die langen Wochen machen sich bemerkbar. Hm. Aber es hat sich gelohnt. Der Kleine entwickelt sich prächtig. In spätestens 3 Wochen werden Sie ihn in Ihrem Arm halten. Wissen Sie, manchmal unterhalte ich mich mit ihm. Und dann gibt er mir intelligente Ratschläge, wie ich mein Leben anders einrichten sollte.
Mit dem Rauchen aufhören zum Beispiel. Wirklich ein intelligenter Bursche. Tut gut, wenn man mit jemandem reden kann. Die haben wenig Besuch. Hm. Mein Mann arbeitet in München. Schicht. Und Bekannte haben wir kaum. Wir sind erst vor 2 Jahren zugezogen. Aus Mecklenburg-Vorpommern. Und irgendwie bleiben wir fremd. Eine Zugereiste. Geht's Ihnen auch so? Hm. Die Leute hier sehen einen lange an, bevor sie ihr dickfälliges Herz öffnen. Hm. Manchmal habe ich Heimweh. Nach dem kleinen Ort, aus dem wir kommen. Da war auch ein See. Naja, ich denke mir, heute ist dein Zuhause dort, wo du Arbeit hast. Und dort sollte man auch versuchen, sich wohlzufühlen. Aber es fehlt mir. Quälen Sie sich jetzt nicht mit solchen Gedanken. Denken Sie nur an Ihr Kind. Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Unter keinen Umständen. Danke. Ja, also, ich bin sicher, lieber Rektor, dass ich nicht nur in meinem Namen spreche, sondern im Namen vieler besorgter Eltern, die ihrem Gymnasium ihre Kinder anvertraut haben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Es blieb mir leider keine andere Wahl. Ich weiß, aber es kann doch niemand ein Interesse daran haben, dass die Angelegenheit allzu hochgespielt wird. Mit unseren aufmerksamen Gazetten habe ich bereits telefoniert. Sie werden sich diesbezüglich in Zurückhaltung üben. Danke, Herr Stadtrat. Dieser Nico ist der Schuft. Er allein. Aber der Kreis seiner... Es gibt keinen Kreis, lieber Rektor. Mit einigen Jungen ist schon gesprochen worden. Sie sollten darüber hinaus das Ihrige tun. Nico ist Dealer und Verführer. Kein Einheimischer. Jugoslawe. Seine Familie führt eine Kneipe mit nicht dem allerbesten Ruf. Ist doch alles ganz einsichtig, oder? Gewiss, gewiss. Das Übrige ist nun wirklich Sache unserer rührigen Polizei. Ich darf Ihnen noch sagen, dass es mir sehr, sehr leid tut. Ich meine das ausgerechnet Ihre Tochter. Ja, Angie, das tut weh. Als Vater plötzlich zu erfahren, dass einem das Liebste entfremdet wird. Nahezu zerstört. Sie ahnen nicht, wie es in uns aussieht. Also, bis später, Herr Oberarzt. Servus, Gervis. Hallo, Oberschwester. Hallo. Du? Na, da freue ich mich aber. Ich wette, du hast nicht eine Stunde geschlafen. Hm? Ach was, die meisten Menschen verschlafen ohnehin fast ein Drittel ihres kostbaren Lebens. Gehen wir frühstücken? Jo. Da stimmt doch irgendwas nicht, oder? Komm, lass uns. Dr. Medin? Dr. Lessig, lassen Sie. Ich muss dringend mit ihm sprechen. Er hat den Nachtdienst. Eine Frühgeburt in den ganzen anderen Kleinkram. In 2 Stunden ist er wieder da. Er braucht einmal Zeit für was Privates. Wem sagen Sie das? Na, kommen Sie. Nein. Die Antwort ist nein. Wundert mich, dass du mit sowas kommst. Sandra ist verzweifelt. Ach was, die haben doch nur Angst um ihren guten Ruf. Angie interessiert sie doch überhaupt nicht. Und vielleicht hat sie aber auch jetzt erst begriffen. Sie ist immerhin Angies Mutter. Du willst wirklich, dass ich es mache? Nein. Ich habe ihr schon gesagt, dass du ablehnen wirst. Aber sie ist meine Freundin, trotz allem. Und sie hat uns geholfen. Thorsten, verdankst du immerhin deine Stellung. Ich wusste, dass eines Tages jemand kommen würde und Dankbarkeit einklagt. Markus, bitte. Mir tut doch nur Angie leid. Sie ist gestern Abend völlig kaputt nach Hause gebracht worden. Sie braucht eine Therapie. Leben wird jeden Tag aus viel nichtigeren Gründen zerstört. Okay, ich richte Sandra aus. Ich muss ins Krankenhaus. Und ich muss nach Hause. Ich werde in einer halben Stunde vom Storchenwagen abgeholt. Entschuldigen Sie. Kollege Böckler, es tut mir leid. Das macht auch nichts. Sie werden erwartet von Ihrer neuen Klientel. Mensch, euch habe ich glatt vergessen. Hoffentlich nehmt ihr mir das nicht übel. Also, Trudi, wie lange nicht? Ja, also ich... Seit sie bei dir war, Dr. Markus, du hast dir Angst gemacht. Ziemlich viel, schlimme, gute Angst. Seitdem hat sie jedem Glas widerstanden. Auch den Flaschen? Wir trinken nicht aus Flaschen. Auch wir haben uns ein bisschen Würde und Anstand bewahrt. Nicht wahr, Trudi? Ja, Oskar. Herr Doktor, ich wüsste gerne... Nicht drängen, Trudi. Nicht drängen. Auch die Wahrheit braucht ihre Zeit. Nicht wahr, Dr. Markus? Ist es eine gute Wahrheit? Nun sag das doch schon endlich. Ja. Also mit eurem Kind scheint alles in Ordnung zu sein. Eine Garantie gibt es natürlich. Trudi,
Wir sind eine Familie. Eine Familie. So gut wie. Ich würde glatt einen ausgeben, wenn ich... Naja, du weißt ja. Tja, jetzt aber raus mit dir, du Geizkragen. Toni, Sie sind gefragt. Bringen Sie den Kerl mal zur Vernunft. Eine Großfamilie gehört nicht auf die Straße. Wieso eine Großfamilie? Naja, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Das sind Zwillinge. Zwillinge? Herr Markus, der erzählt keinen Scheiß. Überlegt euch was und dann kommt noch mal. Danke, Doktor. Jetzt fühle ich mich doch wieder richtig stark. Aber gleich, Zwillinge. Ja. Komm, Toni. Ja, tschüss, tschüss, Markus. Was wird es hier mit Ihnen? Eine Betreuungsstelle für notorische Säufer? Die beiden haben Anspruch auf Behandlung wie jeder. Bitte erzählen Sie mir nicht auch noch was von der Rolle des Arztes. Für solche Leute haben wir Spezialisten. Im Übrigen hat unser Krankenhaus einen guten Ruf zu verlieren. Besonders bei Damen mit großer Brieftasche. Die mögen nämlich keine Penner vor sich auf dem Stuhl. Wissen Sie eigentlich, dass ich gerne gut lebe? Wie bitte? Das möchte ich auch weiterhin, bis an mein Lebensende. Bitte denken Sie in Zukunft gefälligst daran, Herr Oberarzt. Aber ich bitte Sie, Herr Ministerialrat. Natürlich habe ich die ganze Angelegenheit unter Kontrolle. Ja, Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen. Selbstverständlich. Meine Empfehlung an den Staatssekretär. Die Herren haben kalte Füße gekriegt. Die Neider sind munter geworden. Wenn der Meierhofer denkt, er kann seinen Mann auf meinen Stuhl setzen, dann hat er sich geirrt. Dori hat vorhin angerufen. Mertin lehnt es ab, den Eingriff vorzunehmen. Ich verstehe nicht. Er hat doch immer behauptet, dass er in Berlin in einem Gremium gearbeitet hat, das sich mit drogenabhängigen Frauen befasst. Ja, da muss er doch wissen, dass es keine Alternativen gibt. Außerdem habe ich eine Spezialklinik besorgt. Die ist sehr diskret. Da kann beides erledigt werden. Ich fürchte, Mertin gehört zu den wenigen, die du mit deinen Methoden nicht überzeugen wirst. Dann tu du es doch. Du willst doch nicht, dass deine Tochter ein Kind bekommt. Von einem Kriminellen. Von einem Ausländer. Oder willst du ihr ganzes Leben kaputt machen? Du hast die Frage falsch gestellt, Thorsten. Es geht dir nur um deine Karriere. Was ist los mit dir, Sandra? Ich hab euch doch gern. Was kann ich dafür, dass alles so miteinander verknüpft ist? Bitte, Sandra, du musst mir helfen. Hilf uns, bitte. Alle sind sehr, sehr nett zu uns. Gute Leute, Nachbarn. Ich finde Arbeit im Herbst. Im Modeboutique. Die Chefin hält mir gefangen für ein verkaufsförderndes exotisches Detail. Ja, sagt sie wirklich. Und keine Angst mehr? Ja, manchmal schon ein bisschen. Aber andere Zeit, wir sind sehr glücklich zusammen. Sie werden bald auch sehr, sehr, sehr glücklich sein, Doktor. Wie soll ich das denn verstehen? Ja, ich sehe an Augen. Frauen von meinem Volk fühlen das, wenn andere Frau Baby bekommt. Also da besteht kein Grund zu planen. Das haben wir alles wissen. Hallo, Angie. Hallo, Dr. Mertin. Sprechen später. Na? Wie geht's dir? Gut. Sieht man das nicht? Doch, ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich würde auch gern hier mit Ihnen sitzen und ein bisschen rumalbern. Wenn dir das als Behandlung genügt, gerne. Wie finden Sie mich? Schön? Attraktiv? Oder sexy? Wahnsinnig aufregend. Echt? Was ist los, Andre? Gib dir keine Mühe, ich bin nicht so einfach zu verführen. Sie haben abgelehnt, es mir wegzumachen. Danke. Ach was? Das ist, wie sagen die Abtreibungsbefürworter so schön, meine altmodische Einstellung. Das hat nichts mit dir zu tun. Ich mag aber Altmodisches. Und wissen Sie noch was? Das Kind wird mir helfen. Helfen? Es wird meine Selbstständigkeit sein. Es gibt mir eine Aufgabe. Ich muss gründlich sein, verantwortungsbewusst. Und es wird mich zwingen, an andere zu denken. Nicht nur an mich selbst. Deshalb muss ich es haben. Du bist eine Egoistin. Niemand bekommt einfach ein Kind, nur um sich aus der Klemme zu helfen. Sehen Sie, Doc, Sie verstehen mich auch nicht. Schade. Ich bin clean.
Für das da drin bin ich clean. Und ich glaube, ich fühle es schon. Es ist wahrscheinlich nur die Angst. Herr Oberarzt! Herr Oberarzt! Ein Notfall! Eine EU sieht nicht gut aus. Ich komme sofort. Wir zwei, wir reden noch. Ich soll in den OP kommen. Alles fertig. Herr Doktor, sie hat mich nicht mehr erkannt. Sie hat mich angespart, aber nicht mehr erkannt. Ihr eigener Mann. Das liegt daran, weil das Kind draußen ist. Ja, ja. Wahrscheinlich der eine. Hören Sie zu, Herr. Arnold. Herr Arnold, tun Sie mir einen Gefallen. Wir tun das Beste für Ihre Frau. Aber springen Sie mir nicht dauernd vor den Beinen herum. Okay, okay. Machen Sie was. Oskar, nicht jetzt, bitte. Sie haben Probleme mit dem Blutkonzert. Jemand muss was reinschreiben oder ich sehe schwarz. Schwarz? Was heißt denn das? Was? Kann ja eigentlich jeder aus- und eingehen, wie er will. Ich meine, wir sind mal ernst. Moment mal, ich bin der Ehemann. Ich bin der Ehemann. Ich habe mal Recht dazu. Weil Sie es sind, müssen Sie jetzt ganz ruhig sein. Die Ärzte müssen ihre Arbeit machen und Sie müssen ruhig sein, ganz still. Es geht jetzt um Ihre Frau und nicht um Sie. Ich fasse es nicht. Jetzt ist der Kerl immer noch da. Sagen Sie mal, merken Sie eigentlich nicht, dass Sie nicht hierher gehören? Erstens ist meine Frau Patientin hier in diesem Hause. Und zweitens, warum sind Sie eigentlich immer so ausfallend zu mir? Sie sollen Sie nur gesund machen. Ich muss auch kein Kind mehr haben. Ist egal, ob Kind oder kein Kind. Hauptsache gesund. Wird alles wieder gut, Doktor. Ja, es wird alles wieder gut. Wegen der Blutkonserven, da könnte ich vielleicht dienlich sein. Ich meine, aushelfen. Ich glaube, jetzt ist der Kerl total verrückt geworden. Hast du schon mal Blut gespendet, Oskar? Ja, hier, das ist mein, Blutspendeausweis. Ja. Unser Eins ist auf Hilfe angewiesen, ne? Weißt du doch, Markus. Also muss er helfen, damit auch ihm geholfen wird. Sie wollen doch nicht im Ernst, dass diese Person, dieser Mann nun... Ich lehne jede Verantwortung ab. Wieso denn? Wie soll er Verantwortung ablehnen? Und vielleicht, dass er stirbt? Ich spende auch Blut. Alle spende ich. Und wenn er es anbietet, dann sage ich danke. Ich nehme es an. Ich nehme es an! Schwester Carla, wir machen eine Blutkonserve. Ich brauche noch einen Assistenten. Kollege Böckler. Angie, wo warst du? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Sorgen? Um mich? Ich habe eine Menge falsch gemacht. Das weiß ich jetzt. Aber wir ändern alles. Nicht wahr? Wir ändern alles. Ja, Ma, wir ändern alles. Wir werden jetzt wirklich Freundinnen. So, wie wir es uns vorgenommen hatten, ja? Ja, Ma. Es ist wegen des Vertrauens, weißt du? Vertrauen ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja, Ma. Ich brauche auch jemand, Angie. Hast du schon mal daran gedacht, dass ich auch alleine bin? Ja, Ma. Nach dieser schweren Operation wird Ihre Frau keine Kinder mehr bekommen. Es tut mir sehr leid. Hauptsache, ich habe meine Frau wieder. Das ist wie ein Geschenk, nicht wahr? Und wenn sie unbedingt will, dann adoptieren wir eins. Danke, Doktor. Mit dem da gehe ich jetzt im Biergarten. Was soll ich machen, Markus? Ich muss die Flüssigkeit wieder auffüllen. Aus Flüssigkeit der Blut, Mann. Der Körper muss nur richtig anstellen. Also, ich fahre jetzt nach Hause. Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen. Kollege Leffi. Ja? Ich wollte nur sagen, nun ja, also, es macht Spaß mit Ihnen. Wo er recht hat, hat er recht. Hm? Doro ist noch nicht zu Hause. Das macht nichts. Auch ein Cognac? Ja, bitte. Du weißt, weshalb ich da bin? Sandra, ich kann dir nicht helfen. Seit heute schon gar nicht mehr. Heute? Es war heute. Ich habe mit Angie gesprochen. Sie will das Kind. Und du findest es normal? Sie ist noch nicht einmal 16. Jedenfalls beginnt sie über sich nachzudenken. Markus, was soll ein Kind mit einem Kind? Es ist ein Leben. Leben? Was denn für eins? Ein zufälliges, ungewolltes, vielleicht sogar drogengeschädigtes. Niemand will es, niemand braucht es. Sandra. Was für ein Leben wird es denn führen?
dein Leben. Ich bin fertig. Ich sehe in den Spiegel und ich frage mich, wer ist das? Was habe ich nur aus mir machen lassen in all den Jahren? Was war mein Leben? Ich bin an ihm kaputt gegangen, Stück für Stück. Mit viel Geld, ja, ja, Ansehen. Mit dem Neid der Leute. Angie soll anders leben. Ich habe so verdammt lang gebraucht, bis ich es begriffen habe. Ich brauche Hilfe. Du bist verrückt. Ich mag dich. Vom ersten Tag an. Mit dir könnte alles anders sein. Ich habe die besten Jahre meines Lebens ohne Gefühl vergeudet. Mit einem streng kalkulierenden Stein an meiner Seite. Ich will da raus. Frei sein. Liebe. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich will es wissen. Sandra, das war nicht nötig. Und er steht hoch oben über allen auf dem Berge. Hebt segnend die Hände, predigt Moral und ist sauber, sauber. Und vor lauter Saubersein läuft überhaupt nichts mehr. Vergiss es, mein Junge, vergiss alles. Mir ist es nicht peinlich. Dir muss es peinlich sein. Sandra, ich gratuliere dir zu deinem Mann. Er hat nur einen Fehler. Er klebt vor Edelmut. Dorothy. Komm, sag nichts. Ich hatte sowieso die Absicht, dich zu mir zu bitten. Ein Kaffee? Gerne. Thorsten, ich möchte... Gleich. Lass mich erst das Offizielle klären. Einigen Leuten in dieser ehrenwerten Stadt sind deine, sagen wir es mal vorsichtig, unkonventionellen Methoden reichlich suspekt. Man spricht von Pennerdutz-Freundschaften, zweifelhaften Notrauen, mangelnder Sorgfalt und ungenügender Vorbereitung bei Transfusionen. Ich gebe nur wieder, was man sich hinter vorgehaltener Hand erzählt. Ohne jegliche Wertung. Niemand weiß besser als ich, was Neider bewirken können. Nimm es als eine freundschaftliche Warnung. Als eine freundschaftliche Warnung? Richtig. Du weißt, ich bin nicht beeinflussbar. Ich bin auch nicht käuflich und schon gar nicht erpressbar. Das ist mir bekannt. Sandra war gestern Abend bei mir. Ich weiß. Ach, du weißt. Meinst du, sie tut irgendetwas ohne meine Zustimmung? Trotzdem. Ich würde gerne selbst mit dir sprechen darüber. Es ist nicht nötig. Es geht um deine Tochter. Ich habe auch eine. Mädchen in dem Alter haben manchmal Probleme und... Deine Sorgfalt ist rührend. Nur leider war sie ohne Nutzen. Warum spielst du nicht mit offenen Karten, Thorsten? Du hast uns einen Gefallen getan und jetzt bereust du es. Vielleicht hätte ich etwas mehr Dankbarkeit zeigen sollen. Und es tut mir leid. Ich handle nicht gegen meine Überzeugung. Ich werde bald gehen müssen, nicht wahr? Was du mir unterstellst, ist ungeheuerlich. Aber wir befinden uns ja wohl alle in einer Art Ausnahmesituation. Ich hoffe inständig, dass wir bald mal wieder zusammen eine gute Flasche Wein trinken werden. Aber jetzt, der Staatssekretär, du verstehst. Aber natürlich. Und was Sandra betrifft, ich liebe sie wie am ersten Tag. Oh, was wird mir da geflüstert? Ah, von viel Eis ist die Rede und von Cola. Was sagst du, kein Müsli? Er wird doch ab und zu mal Müsli essen. Von Müsli soll man ja so wahnsinnig stark werden. Arnold Schwarzenegger hat seine Muskeln nämlich nur durch Müsli bekommen. Ehrlich? Ja, was denn sonst? Es zerläuft auf der Zunge. Wo sollen denn da die Muskeln herkommen? Müsli mit Erdbeeren? Müsli mit Erdbeeren, Müsli mit Äpfeln, Müsli mit Nüssen. Okay, ich kann es mal versuchen. Na, dann sind wir uns ja einig. Und jetzt schreibt dir die andere Frau Doktor noch was auf, denn die will ja auch was zu tun haben. Bleibst du für immer hier? Naja, vielleicht. Ich muss mich ja mal erkundigen, was das Eis und das Müsli da drin so machen, hm? Okay, tschüss. Tschüss. Es ist eine leichte Bronchitis, Frau Kluge. Die Mandeln sind auch geschwollen, aber kein Grund zur Sorge. Geben Sie ihm regelmäßig die Medikamente. Ja. Und in einer Woche sehen wir uns wieder, junger Mann, ja? Ich bedanke mich. Bitte sehr. Wiederschauen. Hab ich das eben richtig verstanden? Wenn Sie es noch möchten. Ach, was für eine Frage. Ich freue mich. Ich habe lange nachgedacht, wissen Sie. Ich liebe meinen Beruf.
Wenn ich einen Tag mal die Geister nicht um mich herum habe, bin ich ganz unglücklich. Aber irgendwann muss man loslassen können. Aber machen Sie sich keine Illusionen. Vorläufig werde ich Ihnen noch mächtig dreinreden. Vorläufig ist alles nur vertretungsweise. Ulrike? Ulrike? Ja? Hol die Flasche Sekt aus dem Kühlfach. Ah, habe ich mir schon gedacht. Mit der werden Sie es schwer haben, Frau Kollegin. Die hat immer schon alles vorher gedacht und bedacht. Selbst das, was Sie nichts angeht. Markus? Markus! Hallo, mein Schatz. Na, merkst du nichts, ahnst du nichts, willst du nichts? Doch. Hm? Du wirst morgen früh nicht mit mir, sondern mit einem Kater aufwachen. Nein. Drei Glas Sekt an Jan, ja nun kein Kater. Nun frag mich doch mal, warum ich so froh bin, ne? Ich frag dich nicht, du sagst es mir doch sowieso. Also gut, es gibt zwei große gute Gründe. Einen sage ich dir gleich und den anderen bei Gelegenheit. Und schon tu doch wenigstens so, als ob du neugierig wärst. Ein bisschen, hm? Schön. Dann bin ich eben mal neugierig. Hast du ein neues Kleid gekauft? Ein paar neue Schuhe? Falsch. Ich habe eine Praxis. Das ist eine was? Ich habe eine Kinderarztpraxis in bester Lage. Mit riesengroßen Kundenstamm, respektive Patientenstamm etwa in der Höhe. Ich glaube, ich spinne. Ehrlich? Ja. Wie hast du das gemacht? Ich bin ein Glückskind. Ab heute wird alles anders. Ab heute ernähre ich dich. Es wird auch bald nötig werden. Du hast mit Thorsten gesprochen, ne? Ja. Fehler. Fiese Gönner verärgert man nicht. Die tritt man höchstens in den... Lass uns nachher weiterreden. Ich wollte sowieso noch mal hin. Ich mach mir Sorgen um Angie. Ich weiß nicht, warum ihr euch bemüht. Es gibt keine Probleme mehr. Wir hatten nie Probleme. Warum darf ich Angie nicht sprechen? Sie ist nicht da. Ich verstehe. Was bedeutet schon der kleine, unwichtige Mensch, Angie? Dass ihr nicht begreift, was ihr damit anrichtet. Komm. Sandra. Dorothee, lass uns heiraten. Ich brauch dich. In einem halben Jahr läuft mein Vertrag hier aus. Dann machen wir erstmal Urlaub und dann fangen wir neu an. In einem halben Jahr dann muss ich leider ablehnen. Was? Ja, es gibt da ein kleines Problem. Ein ganz kleines, süßes, winziges. Also wenn wir, dann können wir nur im Kreis seine Hochzeit feiern. Doch.